Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt. Unser Thema heute: Wie erziehe ich eine Obstbaumhecke in meinem Garten? Nun, wir sind momentan nicht in Ihrem Garten. Wir sind hier im Schlossgarten auf Schloss Ippenburg. Es ist der größte Küchengarten Deutschlands. Und in diesen Küchengarten hinein haben wir 17 solche Hecken gepflanzt, davon ungefähr die Hälfte Obstbaumhecke, Hecken, die andere Hälfte mit Beerenobst. Warum möchte ich vielleicht in meinem Garten so eine Obstbaumhecke pflanzen, um beispielsweise zwei Teile zu trennen, um eine Barriere gegenüber dem Nachbarn zu haben, die im Winter offen ist, mehr Licht reinlässt, aber sich im Sommer schließt, und trotzdem etwas sehr Schönes zu haben, also Nutzen zu haben, Früchte ernten zu können und trotzdem auch eine Zierpflanze zu pflanzen. Dafür sind Äpfel wunderschön geeignet, sie sind robust, unsere Sorten sind scharfresistent. Die Red Loves haben diese wunderschön pinke, rote Blüte. Hier zum Beispiel Red Love Zierze, unsere früheste Sorte. Also man hat dann die Kombination zwischen dem Zierwert, die Blüten im Frühjahr, der rote Austrieb, dann eine schöne Herbstfärbung, die roten Früchte im Sommer, Herbst dran und den Nutzwert, nämlich gute, wunderschöne Früchte für die eigene Küche, für den eigenen Genuss ernten zu können. Wie erzieht man so eine Obstbaumhecke? Wir nennen das eigentlich Ovalspindel. Das heißt, wir pflanzen einen zweijährigen Baum im 10-Liter-Container, haben wir hier gemacht, und dann ziehen wir die Äste einfach locker ein bisschen in Reihenrichtung. Das heißt nicht, dass wir nicht einen Seitenast, der nicht zu lang ist, auch mal lassen. Also es darf ungefähr auf beiden Seiten 40 bis 60 cm breit werden, sodass wir insgesamt eine Breite von 100 bis 120 cm haben. Aber wir versuchen, die meisten Äste so ein bisschen in Reihenrichtung zu ziehen, sie flach zu machen, dadurch das Wachstum zu bremsen und damit auch die Bäumchen kompakt zu halten. Und mit der Zeit ergibt sich dann eine wunderschöne Hecke. Im Frühjahr blühend, dann Früchte tragend. Und im Winter offen, sodass das Licht in Ihren Garten reinkommt. Also so eine Obstbaumhecke mit Paradiesapfelbäumen oder Red Love Apfelbäumen ist etwas Wunderschönes. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Luberacom, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht es zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.